So, ich setze mich jetzt hier auf diesen Stuhl und dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles super. Dann kommt die Helene, die macht mal einen Kaffee, weil ich aber die pennt den ganzen Tag. Ah! Helene, halt die Schnauze, ey! Servus Leute und herzliches Willkommen zurück zu Daylight. Wir sind wieder genau hier. Ich musste leider wieder hier von vorne spielen und habe den ein oder anderen Scare noch erlebt, aber leider nicht aufnehmen können. Und die waren aber nicht so groß, also wir haben nicht wirklich irgendwas verpasst. Ich bin jetzt wieder hier und wir machen jetzt wieder schön weiter. Ich habe nämlich gemerkt, dass dieses Spiel nicht automatisch speichert, sondern anscheinend gibt es hier halt irgendwelche Speicherpunkte, wie es aussieht. Und ja, gut, wir schauen uns das einfach jetzt noch ein bisschen weiter an hier. Bis jetzt scheint es ja schon mal vielversprechend zu sein, das Spiel. Also bis jetzt hat es mir schon einige Male, ja, so ein bisschen... Ein bisschen Flitzekacke hatte ich, wollte ich sagen. So, hier ist nochmal die, ja, die Treppendings da. Wie wird schon? Stufenhaus, Fliegenhaus. So, wenn ich den Teddy jetzt da... Ah, schaut mal, der Teddy öffnet die Tür. Beziehungsweise der Teddy lässt die ganze Tür einfach auflösen. Das ist auch super. Okay. Wow, aufpassen, ey, aufpassen. Jetzt werden es gespeichert. Schaut, jetzt werden die Spieldaten gespeichert. Alles klar. Ich hätte also nur noch ein bisschen weiterspielen müssen, dann wäre ich hier angekommen. Gut, jetzt weiß ich aber zumindest, dass das halt eben hier bei gewissen Abständen speichert. Also muss ich einfach nur darauf achten, wenn ich da wieder den Cut machen möchte, dann... Oh, hier ist hier irgendwas drin. Also wenn mich jetzt irgendwas anspringt. Okay, da ist nichts. So, Leuchtstäbe. Nehmen wir die wieder mal mit. So. Nutzen wir mal direkt einen, man weiß ja nie. Und nehmen uns gleich noch einen mit hier. So, was gibt's denn hier noch? Also es gibt viel zu lesen. Alle Mitarbeiter, an alle Mitarbeiter, oder wie? Egal, alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte. Und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archives verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Mhm, alles klar. Das heißt, ich kann durch diese Tür jetzt nicht gehen. Gut, jetzt ist hier gerade wieder so ein bisschen leise. Alle Mitarbeiter, wir verstehen, dass Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag, wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, die wir sie in Kisten Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, und dann hochzuklettern, um sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Das gibt mir gerade doch so ein paar Hinweise, dass ich Kisten irgendwie stapeln sollte, um irgendwo drauf zu kommen, oder? Das gibt mir doch gerade den Hinweis dazu. Oder sehe ich das falsch? Oh Mann, hier ist es echt creepy. Hier ist es wirklich creepy. Das sind halt eben... Oh! Boah, leck mich am Arsch. Da hat sie sich auch erschreckt. Was war denn das jetzt? Hui, Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und ihrem privaten Leben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in dem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen zufolge, Mrs. Daniels Leichnam wurde inzwischen in der Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist in anderen verstörend ähnlich. Okay, das heißt, die haben sich also hier alle wohl irgendwie selber das Leben genommen, weil... Leck mich am Arsch. Die haben sich wohl alle selber das Leben genommen, weil irgendwie ein Geister sie, also Dämonen sie irgendwie besessen haben. Das Mid-Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinischen bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es hier wirklich war. Von... Ja, komm, das ist mir doch jetzt ein bisschen zu viel hier. Das ist mir doch ein bisschen zu viel Leserei. Okay, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Ich werde dieses Spiel auch absolut nicht cutten oder so, weil ich einfach finde, dass es hier das Rumlaufen einfach super ist. Bei Pino Drive habe ich deswegen so viel gecuttet, weil einfach diese Schlüsselsuche nervig war. Aber hier ist es ja nie so. Bewohner von Kipling werden beschuldigt, Verbrechen. 16-jähriges Mädchen durfte Leben gestehen, schuldig, erhängt, böse. Aha, die wurde also erhängt. Ein Mädchen wurde erhängt. Ja, warum nicht?
Hoffentlich haben sie sie auch davor vergewaltigt, so wie sie es gehört. So. Oh, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Okay, stopp, stopp, stopp. Ich muss, glaube ich, die Leuchtfackel machen, oder? Die Leuchtfackel machen, damit die weggeht. Damit die nur weg. Oh. Ich habe, glaube ich, die Leuchtfackel umsonst benutzt. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D, ja, also ordentliche Titten, in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort durchgestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass es wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Soll ich meine Augen verlieren? Ist ja nicht so schlimm. Jetzt habe ich meine einzige Fackel, die ich habe, um mich vor irgendwas zu schützen, davor einfach schon benutzt. Und die ist auch noch verdammt laut. Die ist noch verdammt laut noch dazu. Da habe ich lieber meine Leuchtstäbe hier. So, was haben wir denn hier noch? Die Patienten haben, ja, es gibt so viel zum Lesen, haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihr Zimmer gebracht worden. Dyer weigert sich, mit dem Zwischenfall nach Patienten 90D zu sehen. Er hat sie mit dem Blut bestuckt und irgendwas über den Zauber geschrien. Aha. 90D erschien extrem angespannt, als ob er jederzeit auslassen würde, nur nicht gegenüber Patrice. Die, Okay. Gut, es ist viel zum Lesen hier, aber so wird auch die Story halt ein bisschen erzählt, aber besser als irgendwie zigtausend Schlüssel zu suchen. Hier kann man hochklettern. Okay. Okay, dann muss ich das aber erstmal rüberschieben. Sehr schön. So. Dann klettern wir mal da hoch. Wunderbar. Okay, zurück kann ich auf keinen Fall mehr. Bam. Wow. Was zum Teufel war das jetzt? Okay, ich weiß, dass ich auf jeden Fall das und das jetzt hier benutzen muss, um wahrscheinlich hier hochzukommen, oder? Ja. Gut, dann machen wir das mal schnell. So. Ein bisschen Kistenschiebe-Action. Machst du das? Hallo? Oder machst du das nicht? Oder muss ich nur... Ah ne, ich muss nur das hier da nicht aufschieben. Alles klar, okay. Hab wieder mal ganz anders gedacht und ganz kompliziert mal wieder, wie immer. So, dann klettern wir mal hier hoch, schön. Komm. Wunderbar. Dann auch hier hoch. So. Alles klar, das Sound wird wieder ein bisschen strange. Dann mal auch hier wieder hoch. Wunderbar, das ist ja Wahnsinn, das ist ja hier schon fast wie Tomb Raider hier. Das ist ja super geil, ist das ja Wahnsinn. Wo ist denn hier? Ich brauche ein Weißbier und eine Weißwurst. Ich bin dabei, ja. Ah, jetzt bin ich hinter dieser Tür, die ja davor zu war, oder? Ne, ich bin wieder... Ne, warte mal, hier war ich ja schon. Ah, aber jetzt habe ich ja den Strom angemacht. Jetzt müsste aber auch diese Tür doch aufgehen, oder? Nö. Gut, aber irgendwas muss ich doch geändert haben. Irgendwas muss ich doch ge... Wie bin ich denn hierher gekommen? What the fuck? Na gut, dann gehen wir einfach noch hier mal durch. Also das checke ich jetzt nicht ganz. Muss ich das checken? Warte mal, kann es sein, dass ich da vielleicht gar nicht runter hätte sollen? Das kann auch sein, ne? Oder soll ich mich hier ein bisschen woanders hier noch umsehen? Nee, woanders geht's ja nicht. Vielleicht, ich hätte, glaube ich, gar nicht runter dürfen. Kann das sein? Werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht muss ich nämlich da oben noch irgendwo entlang laufen, anstatt da runter zu laufen. Oder runter zu springen. Da war ich, glaube ich, ein bisschen voreilig. Ich glaube, da war ich voreilig. Werden wir gleich sehen, Leute. Das werden wir gleich sehen. Ich glaube aber, dass es stimmt, dass ich da ein bisschen zu voreilig war und einfach viel zu früh da hinuntergesprungen bin. Was nicht gut ist. Da muss ich ja irgendwie so
oben rum. Also rumbalancieren, weißt du? Hier so. Nee. Oh! Nee. Ist jetzt diese Tür eigentlich offen? Gibt es hier vielleicht einen Schalter für diese Tür? Warte mal. Hier, ah ja, hier ist ein Schalter. Schaut mal. Und der macht die Tür jetzt auf. Ah. Die geht ganz, ganz gruselig, ganz langsam auf. Okay. Oh, und geht dann zu. Ja, super. Das heißt, hier komme ich wohl nicht mehr zurück. Scheiße, ich traue mich auch gar nicht zu laufen. Okay, Spieldaten werden gespeichert, aber wir machen dennoch weiter. Bedrohliche Musik. Scheiße. Oh oh. Das Flackern des Lichtes ist immer so scheiße, aber wenn es wieder angeht, habe ich Angst, dass da irgendwas dasteht. Okay, Augen zu und durch, Augen zu und durch. Lauf, Augen zu und durch. Puh. Ich habe irgendwie weniger Schiss, wenn ich laufe. Obwohl das irgendwie paradox ist, aber ich habe weniger Schiss, wenn ich schnell laufe. Oh! Okay, nur der Kasten, nur der Kasten, nur der Kasten, nur der Kasten, Baby. Sonst nichts. So, Adam, das habe ich schon gelesen davor. Das habe ich auch schon gelesen. Hier war ich ja schon mal. Das heißt, ich bin jetzt hier wieder am Anfang, oder was? Bin jetzt hier wieder... Warte mal, lass mich... Nee, bin ich gar nicht. Ah, nee, das war eine... Ach, scheiße, das war eine andere Note von Adam. Ich bin hier doch woanders. Tja, die andere Note von... Oh! What the fuck? Was ist denn jetzt hier los? Kann man das, was man gelesen hat, eigentlich schon mal sich wieder anschauen? Relikte? Nö. Oh, also hier im Boden sind ganz, ganz viele Kakerlaken. Kommt mir gleich wieder heim vor. Wow, 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 wow. Also irgendwas rennt hier auf jeden Fall durch die Gegend. Und ist, glaube ich, nicht ganz happy. Irgendwas rennt hier durch die Gegend und ist nicht ganz fröhlich, dass ich hier bin wahrscheinlich. Okay, schon gut, schon gut, schon gut. So, haben wir hier noch was Schönes. Stehen? Geschichte von New Kepling, das habe ich doch. Wie dass die Stadt in dunklen Zeiten verfallen ist. Einige Anwohner sind daraufhin aus Angst um ihr Leben geflüchtet, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Haben die örtlichen Kirchen in Stadt, Stadtältesten, die Teilnahme an Gotten ist zur Pflicht erhoben. Mann, ich kann nicht mehr lesen hier. Stadtältesten. So, der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitungen für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hat keine weiteren Angehörigen. Okay, dann wird noch keiner vermissen. Geschichte von New Kepling, das einst kleine Fischerdorf. Mich interessiert doch nicht das scheiß Dorf hier. Da ist irgendwas, oder? Mit dieser Tür ist doch irgendwas. Ja, Licht. Wow, 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 das Handy spielt wieder, das Handy spielt wieder. Das heißt, hier geht wieder irgendwas vor sich. Hier geht wieder irgendwas vor sich. Oh. Wow. Okay, okay, schon gut. Oh, 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 okay, da ist eine Gestalt, da ist eine Gestalt, da ist eine Gestalt. Da ist eine fucking Gestalt. Hier kann ich auch noch rein. Aber ich möchte erstmal gucken, was hier los ist. Ah, das ist wieder sowas. Guckt mal. Das ist wieder sowas, wo ich wahrscheinlich wieder so ein Relikt irgendwie finden kann. Okay. Gut, aber wie es aussieht, muss ich davor hier überall noch hin davor. Oh, das ist ein netter Mann. Oh, ich mach mal die Tür zu hier. Oh! 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 Ja, 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 da war was, da war was. Scheiße, da war was, da war was, da war was. Wow, 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 weil ich dem, weil ich das, ich werde mich, Signalfackel werfen. Scheiße. Scheiße, wir sind alles so rot hier. Oh, das Ganze hat ist rot. Fuck. Okay, normalisiert sich wieder, normalisiert sich wieder. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, wir gehen mal eine Runde kacken hier, komm. So, gehen wir mal einen abseilen hier. Oh, geht das hier auf? Nein. Oh Mann. Okay, das heißt nur mit den Signalfackeln. Ja, geh's jetzt auf hier. Kann ich die auch loswerden, wie es aussieht? Wow, wow, da ist wieder was, da ist wieder was, da ist doch wieder was.
Scheiße, da ist wieder was. Geht weg von mir. Geht weg von mir, ich habe AIDS. Ihr wollt mich gar nicht. Scheiße, was ist denn das? Fuck, dieses Ding verfolgt mich. Scheiße. Okay, das fliegt einfach mal. Ja, dann fliege einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Schon gut, ich habe keine Angst. Schon gut. Meine Fackel geht gleich wieder aus. Ich habe halt keine Fackel mehr und dann bin ich am Arsch. Wenn ich keine Fackel mehr habe, dann bin ich am Arsch. Kann ich hier nicht irgendwie durch? Nee. Okay. Gut. Alles in Ordnung. Alles tutti paletti. So. Alles super. Nichts ist passiert. Es gibt hier keine Geister. Es verfolgt mich auch nichts. Okay. Durch diese Tür kann ich also nicht. There's gotta be a key. Yep. Dieser Schlüssel werden wir schon finden. I know there's somebody here. Hier ist nichts. Okay. Schon gut. Oh, jetzt muss ich da wahrscheinlich da wieder rüber, oder? Wow, okay, da ist nur das Wasser. Schon gut. Ah, ja, über das. Der Patient ist körperlich gesund. Da sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zustehends. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefen, monotonen Gesängen bis hin zu fieberhaften, schrillem Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Ja, Elektroschocktherapie, die hilft immer. Kann ich das hier benutzen? Da stand doch irgendwas benutzen. Alles waren die Türen. Okay. Gut, kann ich da jetzt das aufmachen? Das hat da davor nicht so geleuchtet, oder? Nein, kann ich nichts machen. Okay. Gut. Wow, da ist wieder was. Scheiße, da ist wieder was hinter mir, da ist wieder was. Hier war ich doch noch nicht, oder? Hier links war ich noch nicht. Scheiße, also creepy ist das schon, dass mich da irgendwie so ein scheiß Ding verfolgt. Das ist ganz und gar nicht gut. So, ich setze mich jetzt hier auf diesen Stuhl und dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles super. Dann kommt die Helene, die macht mal einen Kaffee, weiß ich, aber die pennt den ganzen Tag. Ah! Helene, halt die Schnauze, ey! Scheiße, was war denn das jetzt? Helene, pass auf, was du sagst, ey. Pass auf mit dir, ey. Du lebst gefährlich, Helene, ey. Du weißt gar nicht, wer du. Weißt du überhaupt, wer ich bin, ey? Weißt du, wer ich bin überhaupt? Das ist ja Wahnsinn, dieses, ey. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Lass mich mal nicht auf die Map schauen hier. Ja, noch grausiger kann man die Tür nicht öffnen, oder? Ist da was hinter mir? Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Sag's mir gar nicht. Ich will es gar nicht wissen, ob da was hinter mir ist. Okay, hier ist das. Und hier ist. Boah, halt die Schnauze! Boah, fuck, das ist. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Okay, ich brauche. Warte mal, habe ich denn irgendwie ein Inventar oder so? Ne, habe ich nicht. Ich brauche also irgendwo einen Gegenstand. Oh, das ist ein süßes Mädchen. Schaut. Ah! Super, da schaust du dir das Mädchen an und dann passiert sowas. Ich werde jetzt hier nochmal kurz die Fackel benutzen. Vielleicht kann ich ja irgendwie irgendwas machen hier. Was kann ich denn eigentlich hier machen? Hier bin ich doch völlig umsonst, oder? Kann ich hier nicht irgendwie durch da zu dieser Tür oder so? Nee, aber ich kann hier hin. Gibt's hier irgendwas? Nein. Ja auch nicht drüber oder so.
Jetzt habe ich den scheiß Leuchtstab wieder liegen lassen. Oh! Boah! Halt doch die Schnauze! Halt doch deine elendige Schnauze, Mann! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, 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 scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Okay, ist schon weg, ist schon weg. Okay, okay. Du willst mich also aufhalten, da hinzugehen, oder? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas am Klo, oder was? Warst du am Scheißen, du blöde Sau? Ich weiß gerade echt nicht, was ich tun soll. Halt doch die Schnauze, Mann. Sing mal ein bisschen, vielleicht hilft er dann. I wanna be loved, only stronger. I wanna be dead. War ich hier noch gar nicht? Hey, hier war ich noch gar nicht. Wow. Oh. Oh, du verfolgst mich selber nicht, oder? Du verfolgst mich selber nicht, oder? Nee, nee, du verfolgst mich nicht, okay. Schon gut, du verfolgst mich nicht, das ist super. Hier war ich noch nicht. Schön, hier war ich noch nicht. Okay. So. Sie werden dich verfolgen. What? Angestellte hörten Schrei aus dem Zimmer vom Patienten 16E. 60E. Als sie dich ankamen, war voller Blut und Patienten fügte mir beim Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie seine Gegenstände kam. Dort sind viel Blut, es war keine Verletzung tief. Ja, das weiß ich schon. Da waren wir ja schon. Ich war ja schon hier davor. Okay. Warte mal, hier war ich doch auch schon. Ja, ja, hier war ich auch schon. Okay. Alles klar. Leuchtstab gefunden. Dr. Mercer, Pflegerin Forster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schichten über verschwindet und wieder auftaucht. Seine Hände und Hosen schmutzig, als wäre er im Dreckgegend gegraben. Wenn sie ihm darauf anspricht, macht sie einen verwirrten Eindruck und fragt, ob er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish. Sollte man weitermachen, okay. Oh, scheiße, halt doch die Schnauze hier. So, sie werden mich verfolgen. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile alles, was ich brauche. Und muss jetzt, glaube ich... dahin. Okay, schon gut, schon gut. Ja, oh, ja, 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 scheiße. Mann. Also die Sounds hier sind schon irgendwie creepy. Die sind sehr, sehr creepy. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach hier in diesen Raum rein, oder? Weil ich habe ja alle Relikte jetzt. Oh, Schnauze. Oh ja. Stimmt. Jetzt habe ich hier diesen... Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Eine Schere habe ich jetzt. Okay. Oh. Ja, ja, ja. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich laufe einfach. Ich laufe. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich sehe es auf der Map. Das ist super. Uiuiui, also das Spiel ist ordentlich. Boah, ja, 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 hört auf mit dem scheiß Schreie. So, rein damit. Wunderbar, Tür löst sich auf. So gehört sich das. Hier haben wir wieder Leuchtstäbchen. Sehr schön. Okay, das Spiel wird geladen, aber wird es auch gespeichert? Kann ich wieder zurück? Nein.
Okay. Ja, ich... Oh. What the fuck? Dr. Mercer, das Wartungsjournal hat die für ihn... Okay, okay. Ja, ja. Ich will das gar nicht lesen. Ich will das gar nicht lesen. Ich will das gar nicht lesen. Häftling 85 war die letzte Woche unter einem direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich in eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und die zusammenlosen Gefasel treibt. Wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind. Wisst ihr was, Leute? Wir machen eine kleine Karte. Ich habe genug für heute. Ich habe genug für jetzt. Ich glaube, ich hoffe, dass es auch hier gespeichert wurde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.